Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. So, wir sind wieder in Goliath zurück nach langer, langer Zeit. Ray ist natürlich nach wie vor an unserer Seite und unterstützt uns nach Leibeskräften. Und wir wollen jetzt da unter die Gärtner gehen. Das heißt, wir sammeln Heilwurzeln. Jawohl. Und nebenbei auch alles, was so auf der Wiese wächst. Jo. Ich glaube, wir sind jetzt hier ungefähr beim See. Gar nicht so übel hier, oder? Oh ja, da ist schön. Ah, da hinten, glaube ich. Dann müssen wir darüber noch. Und dann gehen wir pflücken. Wahrscheinlich gibt es das eine oder andere Getier, was wir dann in den Hintern treten werden. Oh, das werden wir dann schon hinkriegen. So. Alles für Erfahrungspunkte. Da oben wäre auch noch ein... Ich habe gerade gedacht, da wäre ein Viech. Da wäre sie nur eine Pflanze. Pflanzi. Pflanzi, Pflanz. So. Hüpf. Wenn ihr irgendwo einen Teleporter seht, den ich nicht sehe, einfach laut schreien. Ja, danke. Halt, das wollte ich nicht. Entschuldigung. So. Ich will nicht mit dir reden. Ja. Oho, da ist jemand. Oder es ist die Quest. Bist du diese Heilwurzel? Seelenkraut. Unterhalb? Hier? Aha. Hier könnte was sein. Ausgewachsene Heilwurzel. Tatsächlich. Haben wir schon mal die erste. Ja, schön. Das geht ja mal nicht so schlecht. So. Dann kleine Mana-Pflanze. Aha, da haben wir noch was. Halt, Entschuldigung. Immer rede ich mit ihm. Entschuldigung. So, Wiesenkraut. Da drüben wäre auch eine. War so weit weg. Phew. Aber warte, zuerst holen wir die da. Ist das die da? Oder die da? Aha, da unten. Mana, Heiltrank. Schon wieder. Ach, ich geb's auf. Da. So, Alex, Schwefel, Elixit. Elixit. Noch mehr Elixit. Noch mehr Elixit. Ich glaube, uns will da irgendwas angreifen. Ausgewachsene Heilwurzel. Oh! Was ist denn das für ein Viech? Was bist denn du, Schirches? Ich will da weg. Was ist denn das für ein schirches Viech? Na, gute Nacht. So, jedenfalls haben wir da auch was Ausgewachsenes. Ja, das Viech rennt uns irgendwie nach und ich weiß nicht warum. Ich will das Viech nicht bekämpfen. Ich will eigentlich nur Ruhe haben. Noch eine Ausgewachsene. Das ist wie so ein Dämon, oder? Lass mich in Ruhe. Verpiss dich, Mistviech. Wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Halt, da ist noch eine. So, da haben wir schon fünf. Aha. Okay, jetzt wird's gefährlich, glaube ich. So, wir tun mal speichern. So. Ja, bitte. Ich setze mich mal aufrecht hin. So. Okay. Was haben wir da für Viecher? Ich glaube, das sind diese ekelhaften mutierten Kackviecher. Ich glaube, die werden nicht verhauen, oder? Die werden eher mich verhauen. Da vorne ist noch so eins. Jetzt fehlen nur noch zwei. Ach, da knutscht wieder irgendwas. So, da fehlt nur noch eins. Sowas. Da drüben irgendwo. Also wir müssen auf jeden Fall darüber. Da drüben ist das letzte. So. Platschi, platsch, platschi, platsch. Jo, da ist ein schöner Kritter.
Schaut ein junger Kreta aus. Den verhauen wir mal. Das ist machbar. Komm nur her. Ah, ist ein normaler Kreta. Da. Zack. Und die Schiene. Sehr gut. So, also da drüben müsste noch irgendwo so ein Pflanzl sein. Ah, da ist es ja. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ging ja einfach. So. Dann sammeln wir noch schnell ein paar Kräuterlis ein. Oh, da ist schon wieder ein grausiges Viech. Viel später. Jo, ich glaube, wir hätten es. Okay, dann können wir wieder zurück. In die Stadt. Zur Smide. Ja, bitte. Dann hätten wir den einen schon mal erledigt. So. La lila, la lila, lila la. Ich will doch nur darauf. So, ja. Heureka! Da. Und nochmal. Heureka! Da. Sehr schön. Herr Born. Wir haben, was du möchtest. So, bitteschön. Hier, deine Heilwurzel. Meine Anerkennung und der Dank der Verwundeten ist dir sicher. Mhm. Außerdem werde ich Ragnar ausrichten, dass du dich für die Gemeinschaft einsetzt. Ja. Und ein paar Splitter als Bonus. Danke. Ein bisschen wenig, findest du nicht? Okay, hier. Nehmt noch ein bisschen was. Das muss aber reichen jetzt. Danke. Schön. Gut. Die Firma dankt. Verdammte Technik. Ey, jetzt reg dich ab. So, Gesetz der Berserker. So, spurlos verschwunden. Akira vermisst ihren Freund Stromson. Der hat eine böse Vorahnung. Bla bla bla. Genau. Ein besonderes Stück. Trophäe. Besitz. Schwert. Ei, das sind wir stehlen oben. Genau. Setzling im Wald. Dahl nach Roga Ausschau halten. Genau, das war auch sowas. Elixir für den Mana-Schrein. Genau, das können wir machen. Das haben wir ja eh schon mit. Da ist man, glaube ich, da oben mit dem Hotel am besten dran. Und von dort einfach runterspringen. Heureka, und es regnet schon wieder. Wie schön. So bleiben die Wiesen grün. Wenn es aber weiterhin so stark regnet, halt, muss man schon fast Angst haben, dass es nicht zum Moorgebiet wird. Hä? Der ist da oben drin? Echt? Hätte ich es nicht gedacht. Echt? Hui! Dab, 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 dab. Jetzt bin ich neugierig. Der ist jetzt echt da oben? Oder habe ich jetzt unabsichtlich eine falsche Quest gewählt? Bei mir ist alles möglich. Komme ich irgendwie raus? Ja, da. Hä? Oh, ein Tagebuch. Mal sehen. Hier steht etwas Interessantes. Es geht ihm immer schlechter. Die Krankheit, wenn es denn eine ist, frisst ihn langsam auf. Ich habe heute eine alte Krypta entdeckt. Sie wäre ein gutes Versteck für ihn. Morgen werde ich ihn dorthin bringen. Ich hoffe, uns sieht keiner. Hier endet der Tagebucheintrag. Er hat also eine Krypta entdeckt. Okay. Und wo ist die? Hm. Kral. Ach so. Oh. Kaldrim? Ich glaube, da muss ich in der Quest nachschauen, glaube ich. Warte mal kurz. Kaldrim benötigt für den Dingsbums und so weiter. Als ich Karls Tagebuch finde, drin, Kryptorede, vielleicht weiß Kaldrim mehr darüber. Ah, da muss ich jetzt eh zu ihm. Okay. Er ist da drüben. Ja, wir haben den Kral schon gefunden. Wir haben auch dieses Paket.
Theoretisch müsste jetzt die Quest dann beendet sein. Theoretisch. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Was? Da war ein Setzling. Setzerbrot. Ja, da ist Setzerbrot, genau. Ja, genau. So. Da. Tap, tap, tap. Servus. Wegen Krall. Achso, da tun wir lieber speichern. Da kann ich schon wieder einfahren, ne? Also hier und speichern. Und da. Wegen Krall. Wegen Krall. Ja, ich habe ihn gefunden. Und ich habe das Elex. Ich nehme an, das Problem mit Krall ist damit aus der Welt, ja? Richtig. Nun gut. Hier hast du etwas für deine Mühen. Hast du zufällig herausgefunden, was er mit dem Elex wollte? Ja. Ja. Krall hatte einen Bruder. Er rettete ihn einst aus einem Konverter. Seitdem hält er ihn mit Hilfe von Elex am Leben. Das ist unmenschlich. Eine Elex-verseuchte Kreatur ist nicht zu retten. Ich hoffe, du hast dieser Monstrosität einen schnellen Tod gewährt. Nein, sie lebt noch. Ich hatte Mitleid. Du hast sie am Leben gelassen? Oh nein, das ist nicht gut. Ich werde umgehend jemanden schicken, der sich darum kümmert. Da fällt mir was ein. Vielleicht könntest du mir bei einer Sache helfen. Oh, war das jetzt schlau? Ich glaube nicht, oder? Und was soll das sein? Was, wenn ich kein Interesse habe? Nee, was soll das sein? Und was soll das sein? Also, die Sache ist die. Ich habe bei einem unserer Setzer ebenfalls eine merkwürdige Präsenz festgestellt. Ähnlich wie bei dir, nur andersherum. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben könnte. Er ist ein Setzer. Wenn ich dorthin gehe, wird er mir niemals die Wahrheit erzählen. Ich gehöre zum Clan der Nebelkrähen und er zum Hammer-Clan. Er würde denken, ich wolle ihn wegen irgendetwas in den Wald verbannen. Sein Name ist Orik. Hier kommst du ins Spiel. Ich möchte, dass du als Unbeteiligter zu ihm gehst. Mhm. Okay, und was, wenn ich... was mache ich damit, Orik? Nein, ich will mich hier nicht um alles kümmern. Wohl, doch. Was machen wir da mit ihm? Okay, und was mache ich mit Orik? Sprich mit ihm. Versuche herauszufinden, ob er irgendwelche ungewöhnlichen Dinge gesehen oder getan hat. Und wie soll ich das machen? Versuche mit ihm ins Gespräch zu kommen. Rede mit ihm über seine Arbeit auf den Setzlingfeldern. Vielleicht erzählt er dir ja etwas Interessantes. Falls du etwas herausfinden solltest, sag mir Bescheid. Okay. Halt! Stehen geblieben. Warte, stopp. Halt, halt, halt. Wo rennt er denn hin? Kasperl, stopp. Gib mir Mana für reines Elix. Nö. Glaube ich nicht. Zeig mir die Waren. Zeig mir deine Ware. Sicher. Amulett des Kampfes. Nee. Persönlichkeit. Okay, vergiss es. Tschüss. Ja, da rennt mir auch die Nase. Gut. Ich glaube, ich habe einen Blödsinn gemacht. Ich hoffe zwar nicht, aber naja. Der Heiler Kaldre möchte, dass ich den Setzer Orik aufsuche und herausfinde, was mit ihm nicht stimmt. Ja, gut, dann machen wir das. Wo ist er hin? Da drüben. Das heißt, wir porten uns zur Smide. Zur Smide. Oh. Es lädt. Mhm. Es lädt immer noch. Mhm. Noch immer. Mhm. Du schaffst es. Hoffentlich. Oder auch nicht. Ich hoffe nicht, dass das Spiel aufgehängt hat. Das wäre schlimm. Horuk? K-
komm schon. Die 5 Minuten wirst du auch noch schaffen. Ich fürchte, das Spiel hat sich aufgehängt. Ich werde mal kurz die Aufnahme unterbrechen. ich wollte eigentlich eh schon Schluss machen. Das wäre jetzt eh mein letzter Part für heute gewesen. Ja, dann beenden wir halt das Spiel so, ne? Das wird scheinbar nichts mehr. Ich mache ein bisschen früher Schluss. Es ist eh schon Mittagszeit auch. Und die sind schon alle hungrig und warten nur auf mich. Und deshalb machen wir ein bisschen früher Schluss. Ihr Lieben, bisschen kürzer als sonst, aber in der Kürze liegt die Würze und somit beenden wir den Part für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!